So, dann gehen wir jetzt wohlgemut an die Tagesordnung und beginnen mit der Aktuellen Stunde der SPD. Top 62, hessische Kitas brauchen bessere Arbeitsbedingungen, Drucksache 208427. Es beginnt die Frau Kollegin Lisa Gnadl. Bitte sehr, Lisa. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese Woche finden in Hessen wieder Warnstreiks der Beschäftigten in der sozialen Arbeit statt. Darunter sind viele Erzieherinnen und Erzieher. Wir wollen Ihnen eine Stimme geben und hier im Parlament auf Ihre Situation aufmerksam machen. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten und damit auch an der Seite der Kinder und der Eltern. Auf einem Plakat einer Erzieherin beim Warnstreik im April in Friedberg stand zu lesen: „Ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild. Nie wieder mit 25 Kindern allein sein." Die Warnstreiks zeigen einmal mehr, wie groß die Not in den hessischen Kitas ist. Überall fehlt immer mehr Personal. Und darunter leiden die Beschäftigten und es leiden die Kinder. Es muss endlich gehandelt werden. Es macht mich geradezu wütend, dass in den letzten Jahren so wenig passiert ist. Ich bin jetzt seit 14 Jahren Abgeordnete hier im Hessischen Landtag und verfolge die Debatten in der Sache der Kinderbetreuung schon sehr lange. Nicht nur als Abgeordnete, sondern auch als Mutter von drei Kindern. Und immer wieder hat die SPD-Fraktion das Thema der guten Kinderbetreuung hier auf die Tagesordnung gesetzt. Alle Studien schlagen schon seit vielen, vielen Jahren Alarm. Aber all die CDU-geführten Landesregierungen haben das schlichtweg ignoriert. Sie haben nichts getan und viel zu zögerlich gehandelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das eine bedingt ja das andere. Schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung führen zu weniger Fachkräften. Und wenn die Fachkräfte fehlen, können wir all die guten, beschlossenen Qualitätssteigerungen in den Kitas nicht umsetzen. Und das sehen wir auch an der Umsetzung des guten Kita-Gesetzes. Und darunter leiden letztendlich die Kinder. Ja, und selbst die Quantität leidet inzwischen, denn der Bedarf an Kita- und Krippenplätzen kann bei weitem nicht gedeckt werden. Es gibt Wartelisten, es gibt Aufnahmestopps, Eltern sind verzweifelt auf der Suche nach einem Kita-Platz, ohne den sie Familie und Beruf nicht vereinbaren können. Oder die Öffnungszeiten müssen reduziert werden, wie wir jetzt auch unlängst wieder in der FAZ nachlesen konnten. Die Personaldecke ist einfach zu dünn. Auch die LAG Kita Eltern Hessen hat ebenfalls in einem offenen Brief darauf aufmerksam gemacht. Auch die Eltern laufen in Hessen Sturm. Und der Fachkräftemangel, der war ja schon vor der Corona-Pandemie kritisch. Aber die Situation hat sich weiter verschärft. Und deswegen ist es richtig, dass Verdi jetzt vor der nächsten Verhandlungsrunde den Druck im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste erhöht. Die Beschäftigten zeigen uns, wie schlimm die Situation ist und dass es so nicht weitergeht. Ohne nachhaltige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, einer Entlastung der Beschäftigten und auch einer finanziellen Aufwertung wird sich die Situation an den hessischen Kitas nicht verbessern lassen. Und deswegen ist auch ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig und erforderlich. Die Städte und Gemeinden, die Kommunen, die müssen in die Lage versetzt werden, eben auch finanziell, damit sie
den geforderten Tarifsteigerungen auch entsprechend nachkommen und diese umsetzen können. Wir fordern schon sehr lange hier im Hessischen Landtag, dass das Land endlich die Betriebskosten zu 2/3 aus Landesmitteln übernimmt, um endlich nachhaltig die Situation in den Kitas zu finanzieren und zu verbessern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Handeln Sie in Sachen Ausbildung. Die Ausbildungskapazitäten müssen insgesamt auch in der Teilzeit- und vollzeitschulischen Ausbildung aufgestockt werden. Das Schulgeld muss abgeschafft werden. Eine grundsätzliche Ausbildungsvergütung muss es endlich geben für den gesamten Bereich der Ausbildung. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, nicht nur auf dem Gesetzespapier. Die qualitativen Anforderungen werden in den Kitas nur mit mehr Personal umzusetzen sein. Verbessern Sie endlich die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und die Auszubildenden. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Die Erzieherinnen und Erzieher brauchen gute Arbeitsbedingungen. Die Kinder brauchen eine gute frühkindliche Bildung und Förderung. Die Eltern brauchen verlässliche Strukturen in der Kinderbetreuung. Dafür brauchen wir mehr Personal. Und dafür reichen Hochglanzbroschüren und Werbekampagnen einfach nicht aus. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Das Wort hat jetzt die Frau Abgeordnete Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Corona hat die Erzieherinnen und Erzieher in Hessen wie auch in der Gesamtbundesrepublik stark belastet und ihnen viel abverlangt. Sie waren es, die im Lockdown die Notfallbetreuung aufrechterhalten waren. Sie sind es, die trotz hoher Krankheitsraten ihre Betreuungskinder nicht im Stich gelassen haben. Und deshalb sage ich hier ausdrücklich Dankeschön an alle Kräfte in den hessischen Kindertagesstätten, in der Schulkinderbetreuung und auch in der Tagespflege. Wir kennen die besondere Belastung, die in der Pandemie auf unsere Kräfte zugekommen ist. Aber es gibt auch ein positives Signal. Denn es ist ganz wichtig, dass diese Belastung auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und eine besondere Anerkennung und Aufmerksamkeit diesem Beruf teil wird. Denn der Fachkräftebedarf bleibt bestehen. Das ist ohne Zweifel. Durch weiter steigende Betreuungszahlen, steigende Kinderzahlen, aber auch jetzt durch die Integration der Kinder aus der Ukraine. Deshalb ist es wirklich gut und es ist richtig, dass die Hessische Landesregierung erhebliche Anstrengungen unternimmt, um noch mehr junge Menschen die Ausbildung in diesem Beruf zu ermöglichen. Und deshalb will ich auch für Frau Gnadl, aber auch für DIE LINKE, die natürlich auch einen Solidaritätsantrag zu den Tarifverhandlungen, die jetzt laufen, geschrieben hat, will ich noch einmal auflisten. Wir haben die Fachschulplätze an den Erzieherfachschulen ausgeweitet auf Rekordniveau. Wir haben das Ausstiegs-BAföG auch für die Fachschulen eingeführt. Wir haben eine Möglichkeit zur Teilzeitausbildung, gerade für Alleinerziehende. Wir fördern oder beziehungsweise die Bundesagentur fördert den Quereinstieg für weitere Kräfte. Wir sorgen dafür, dass über eine Gleichwertigkeitskräfte auch Kräften aus dem Ausland die Chance zur Mitarbeit in den Kitas gegeben wird. Wir haben das Studium der Kinderpädagogik. Und wir haben die sehr attraktive und sehr erfolgreiche praxisintegrierte vergütete Ausbildung PIVA, das heißt eine dualisierte Ausbildung hier in unseren Kitas. Und diese Plätze, die bauen wir nicht ab, sondern wir unternehmen erhebliche finanzielle Anstrengungen, um sie weiter aufzustocken. Auch im kommenden Ausbildungsjahr stehen dann 600 Plätze zur Verfügung und 1.800 Kräfte sind in der PIVA in der Ausbildung. Fast
Fast 9.000 Erzieherfachkräfte sind zurzeit in der Ausbildung. Fast 3.000 Kräfte treten jährlich in den Beruf ein. Und darüber hinaus wurde der Fachkraftkatalog sehr pragmatisch erweitert, um weiteren Berufen den Einstieg in die Kinderbetreuung zu ermöglichen, ohne auf Fachlichkeit zu verzichten. Die Hessische Landesregierung sieht eine Schwerpunktaufgabe in der Gewinnung weiterer Fachkräfte für die Kinderbetreuung. Berufsorientierungsmaßnahmen für Sozialberufe bereits in der Schule, eine Imagekampagne sowie viele Plätze im freiwilligen sozialen Jahr stehen zur Verfügung. Und auch bei den Kindern, die mit ihren Müttern jetzt aus der Ukraine kommen und in den Kitas integriert werden müssen, wird das Land die Träger nicht im Regen stehen lassen. Das Land ist der Partner der Landkreise und damit der Jugendhilfeträger und vor Ort. Dort müssen pragmatische Lösungen jetzt gefunden werden. Deshalb gehört auch die Verlängerung der Übergangsregelung aus dem Gute-Kita-Gesetz zu diesem Maßnahmenpaket, das in die Wege geleitet wird. Dazu gehört auch die Verlängerung der Einbindung erfahrener Kräfte in der Kinderbetreuung, um die Fachkräfte der Erzieher zu unterstützen. Da haben wir schon bereits gute Erfahrungen in der Corona-Pandemie gemacht. Meine Damen und Herren, Erzieherinnen und Erzieher leisten jeden Tag eine großartige Arbeit für unsere Kleinsten. Wir vertrauen deshalb auf die Einigungskraft der Tarifpartner in der laufenden Tarifauseinandersetzung im TVED, um für beide Seiten eine kluge und angemessene Einigung zu erreichen. Und eins ist klar, die Tarifautonomie hat sich in vielen Jahren bewährt, und daran werden wir auch nicht rütteln. Und es gilt auch, das Land ist bei der Kinderbetreuung ein verlässlicher Partner der Kommunen. 1 Milliarde € stellt das Land für die Kinderbetreuung jedes Jahr zur Verfügung. Es übernimmt die Verantwortung bei der Ausbildung der Fachkräfte, und darauf können sich die Eltern in Hessen auch künftig verlassen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Pabst-Dippel, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Arbeitsbedingungen in hessischen Kitas sind sicherlich regional unterschiedlich. Insgesamt hat die SPD allerdings recht damit, eine Verbesserung anzumahnen. Die Berichterstattungen machen Aussagen wie "Wir sind gut aufgestellt" inhaltsleer. Da, wo Kinderbetreuung außerhalb der Familie notwendig ist, muss sie garantiert sein und muss höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Das sind wir Eltern und Kindern schuldig. Wir alle wissen, dass im Kleinkindalter wesentliche Entwicklungen für das gesamte Leben und die weitere Gesundheit stattfinden. Das Berufsbild des Erziehers hat sich über die Jahre, Jahrzehnte stark verändert, und die Ansprüche werden immer höher. Wir haben die Bereiche Inklusion, Integration, etliche Bildungsaufgaben und umfangreiche bürokratische Aufgabenstellungen. Es ist sicherlich begrüßenswert, wenn sowohl von Bundes- als auch von Landesseite Förderprogramme und Investitionszuschüsse erfolgen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kommunen mit riesigen Problemen zu kämpfen haben. Kitas müssen saniert oder neu gebaut werden. Zusätzliche Plätze werden benötigt. Man hat eine gesetzliche Garantie auf einen Kita-Platz und dann noch teilweise Kostenfreiheit eingeführt. Meine Damen und Herren, hier muss schon die Kritik ansetzen. Man hat Regelungen eingeführt, ohne vorher die Voraussetzungen im räumlichen und besonders im personellen Bereich dafür geschaffen zu haben. Und dazu kommt eine Politik, die offenbar die demografischen Gegebenheiten zwar erkennt, aber scheinbar nicht früh genug in die Politik umsetzt. Die Gemeinde Taunusstein vergibt wohl mittlerweile Stipendien für angehende Erzieher. Das zeigt doch, dass hier schon große Defizite bestehen. Und damit entsteht zusätzlich eine Konkurrenzsituation zu den Nachbarkommunen, was für die angehenden Erzieher sicherlich von Vorteil ist. Aber wo soll das hinführen, meine Damen und Herren? Und wie sollen die Kommunen das stemmen?
Stipendien, um Erzieher oder auch vielleicht Landärzte anzuziehen. Es gibt eine Vielzahl von Fachkräfteinitiativen. Das Programm PIF, genau, PIVA oder PIA wirken beeindruckend, der Aufwand ist aber immens und hoffentlich von Erfolg gekrönt. Trotzdem werden überall Erzieher gesucht. Die Ganztagsbetreuung in der Grundschule generiert da sicherlich noch zusätzlichen Bedarf. Die Qualität der Kinderbetreuung ist nur hoch genug, wenn ich die Arbeit der Bezugspersonen in der Kita wertschätze und entsprechend finanziell anerkenne. Da sind wir uns alle einig. Aus Sicht der Kinder muss es konstante Betreuungssituationen und zufriedene Betreuer geben. Wird die Ganztagsbetreuung von Kindern immer mehr erweitert, ohne dass die genannten Herausforderungen gemeistert sind, wird die Personalproblematik sich weiter verschärfen. Und es ist nicht damit getan, Fachkräfte auszubilden. Man muss diese gut ausgebildeten Fachkräfte auch halten können, mit guten Arbeitsbedingungen. Einen zusätzlichen Vorschlag der AfD zur Entzerrung der Betreuungssituation habe ich bei einer meiner letzten Rede zum Thema benannt. Familien für mehr Entscheidungsfreiheit und für gelingende Familienzeit finanziell zu unterstützen. Die Kollegen von der SPD haben vollkommen recht, wenn sie den Fachkräftemangel in den Kitas bemängeln. Derzeit wurde es ermöglicht, dass zwei Kinder mehr in eine Kita-Gruppe aufgenommen werden können. Diese Notwendigkeit für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine zu schaffen, ist richtig und wichtig, damit Kinder schnell Kontakte finden und die belastende Situation besser verarbeiten können. Dennoch muss klar sein, dass hier schnellstmöglich der Betreuungsschlüssel wieder verbessert werden muss. Die Qualität der Betreuung hängt von der Ausbildung, aber wesentlich auch von der Zufriedenheit der Erzieher ab. Und diese wiederum hängt vom Personalschlüssel und einer guten Entlohnung ab. Wenn Kinder in einer Kita betreut werden müssen, dann muss diese Betreuung von höchster Qualität sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist schlicht und ergreifend auch die familiäre Betreuung finanziell zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pabst-Dippel. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen gerade zu diesem Punkt noch mitteilen, dass verteilt worden ist jetzt bei Ihnen ein dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke, Sozial- und Erziehungsdienste stärken, mehr braucht mehr. Dringlichkeit wird natürlich bejaht und es wird Top 76 und das wird dann aufgerufen mit dem jetzt laufenden Punkt. Ich wollte es jetzt bekannt geben, nicht am Schluss, denn wenn ich am Schluss sage, es wird jetzt behandelt mit dem laufenden Punkt, dann ist rum, dann hat das auch keinen Sinn. Aber nachdem das jetzt bei Ihnen verteilt worden ist, habe ich diese Mitteilung gemacht. Und wenn ich schon gerade bei Mitteilung bin, darf ich für das Protokoll noch darauf hinweisen, dass mir gemeldet worden sind weitere Entschuldigungen für heute, zum einen der Abgeordnete Lambrou, der AfD und der Abgeordnete Burkow von Bündnis 90 Die Grünen, die ebenfalls entschuldigt sind. So, jetzt geht es weiter. Die Kollegin Christiane Böhm für die Fraktion Die Linke hat das Wort. Danke sehr, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, es bewegt sich was. Nein, keine Sorge, ich meine nicht die schwarz-grüne Landesregierung. Die sitzt wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange mit Namen Fachkräftemangel und wartet darauf, endgültig verspeist zu werden. Eventuell verhandelt es auch noch zögerlich mit der Schlange, ob sie nur eine Pfote opfern müssen und ob es dann irgendwie weiterhumpeln darf. Wobei die geopferte Pfote wird dann wahrscheinlich die Betreuungsqualität und den fachlichen Standards sein, die immer wieder gelockert werden, auch gerade, um wenigstens irgendwie einigermaßen formal den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz und ab 26 auch den auf einen schulischen Ganztag zu erfüllen. Nein, die Erzieherinnen sind deutlich klüger. Sie sind es, die sich glücklicherweise zu Tausenden in Bewegung setzen und in Streiks für bessere Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Wertschätzung kämpfen. Und ich bedanke mich für das Engagement der Kolleginnen, die sich für bessere Entlohnung und bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Applaus
Aber nicht nur das. Sie setzen sich dafür ein, dass Kitas wieder mehr als Aufbewahrungseinrichtungen werden und Menschen in sozialen Notlagen tatsächlich kompetente Unterstützung finden. Sie arbeiten für Menschen und ganz besonders für Kinder und damit wirklich für das wirklich Wertvolle in dieser Welt. Und ich sende den streikenden Kolleginnen und Kollegen solidarische Grüße der gesamten Linken von dieser Stelle und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Durchsetzung Ihrer Forderungen. Die Beschäftigten der Erziehungs-, Sozial- und Gesundheitsberufe haben verstanden, ein Kaninchen vor der Schlange ist verloren. Viele zusammen haben gute Chancen, die Schlange zu vertreiben. Nur wer sich organisiert, zusammenschließt und gemeinsam kämpft, kann tatsächlich etwas zum Besseren wenden. Und anders als die Landesregierung, die sich wie üblich zu diesen Fragen ausschweigt, wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass diese Auseinandersetzung nicht nur für sie selbst geführt wird, sondern für uns alle. Wir wissen aber auch, dass es nicht nur an den Kommunen liegt. Viele dieser Forderungen zielen auf das Land oder auf eine bessere Landesfinanzierung. Kollegin Gnadl hat dankenswerterweise dazu schon Stellung genommen, und ich kann mich ihren Forderungen nur anschließen. Und ich kann nur sagen, ein Tarifvertrag kann nur dann gut abgeschlossen werden von den kommunalen Arbeitgebern, wenn die auch in der Lage dazu sind, wenn die Kommunen auch das Geld haben, entsprechend bessere Arbeitsbedingungen und Löhne zu zahlen. Und da sind die Länder in der Pflicht eindeutig, dann kann man das nicht auf die Tarifverhandlungen setzen. Und ich verstehe es auch immer noch nicht, Herr Klose, warum das Land Hessen die Förderung für die praxisintegrierten vergüteten Ausbildungsplätze Anfang des Jahres so drastisch reduziert hat. Im Haushalt 2021 standen noch Mittel für 600 PIVA-Stellen, 2022 waren es nur noch 400, jetzt sind es wieder auf einmal wieder 600. Angeblich wegen der Geflüchteten aus der Ukraine. Aber das war doch schon vorher. Es war doch schon vor dem Krieg klar. Und es war auch schon vor der Corona-Pandemie klar. Wir brauchen jede einzelne Fachkraft in den nächsten Jahren. Sie hätten hier überhaupt nicht reduzieren müssen, sondern sie hätten verdoppeln müssen. Das wäre notwendig gewesen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo Schwarz-Grün im Halben stecken bleibt. Wir haben hier im Landtag einen Gesetzentwurf vorgelegt, die Praxisanleitung auf 4 Stunden zu erweitern. Denn eine gute Begleitung hilft eben auch, diesen Praxisschock zu verkraften. Wir könnten tatsächlich Tausende Auszubildende gewinnen. Allerdings wurde mir gestern bei der Kundgebung in Rüsselsheim von den Auszubildenden geschildert, dass 6 Auszubildende innerhalb des ersten halben Jahres von 26 schon die Ausbildung geschmissen haben. Wie wollen Sie denn so Fachkräfte gewinnen, wenn es nicht möglich ist, tatsächlich eine gute Anleitung zu bekommen? Das trifft ja auch an die Berufsrückkehrerinnen und die Quereinsteiger oder auch die Erzieherinnen, die jetzt aus der Ukraine gewonnen werden sollen. Wer leitet denn diese Menschen an und sorgt dafür, dass sie ein gutes und breit aufgestelltes Team haben und darin tätig werden können? Unser Gesetz hätte dazu beigetragen, auch ältere Kolleginnen und Kollegen mit ihren Erfahrungen in der Kita zu halten. Aber ich bin ja Optimistin. Ich denke, dass Sie das nicht mehr so lange durchhalten werden. Die Entschlossenheit der Kolleginnen und Kollegen im aktuellen Streik, der Kampf um Entlastungstarifverträge in den Kliniken, all das gibt mir Hoffnung, dass die Politik zu den dringend notwendigen Handlungen bald gezwungen sein wird. Wer 100 Milliarden Euro über Nacht für die Aufrüstung findet, der muss sich einfach nur schämen, wenn bei Kita-Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen und Pflegekräften fortgesetzt um jeden Cent gefeilscht wird. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Das bin ich. Das werden sich die Beschäftigten nicht mehr bieten lassen. Und wir werden Sie als LINKE mit aller Kraft dabei unterstützen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächste Rednerin ist die Frau Abg. Katrin Anders, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Katrin, bitte.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, es ist genau der richtige Zeitpunkt, diese Woche über die Kinderbetreuung in Hessen zu sprechen, nicht nur, weil am Montag der Tag der Kinderbetreuung war, sondern weil etliche Erzieherinnen und Erzieher in Hessen streiken. Und das ist ein guter Anlass, um den Angestellten in den Kitas, in den Horten, in den Betreuungen, in der Kindertagespflege aber auch Danke zu sagen, um ihre Arbeit besonders wertzuschätzen. Und ich wünsche meinen Kolleginnen und Kollegen im Erziehungs- und Sozialdienst alles Beste für diese Tarifverhandlungen. Bessere Bezahlung bedeutet auch eine besondere Art der Wertschätzung. Und meine Unterstützung haben die Kolleginnen und Kollegen. Doch da wir hier in diesem Haus überhaupt keinen Einfluss auf die Tarife von Erzieherinnen und Erziehern haben, sind wir sehr froh darum, dass wir eben nicht geschlafen haben in den letzten Jahren, sondern dass wir alles dafür tun, um die Rahmenbedingungen in den Kitas zu verbessern. Wir nehmen uns dem Fachkraftmangel an. Wir nehmen uns als Land erstmalig auch an, die Kita-Plätze deutlich auszubauen und unterstützen die Kommunen mit erheblichen Investitionsmitteln beim Ausbau der Kita-Plätze. Und wir wollen, dass die Qualität in den Kitas steigt, dass es beste Startchancen für unsere Kinder gibt. Und deswegen haben wir eine Qualitätsoffensive, eine Fachkraftoffensive und die Investitionen erheblich gesteigert und gestartet. Und wenn in diesem Haus Kolleginnen davon reden, dass in den letzten Jahren nichts getan worden ist und dass die Mittel nicht erhöht worden sind und dass wir hier noch wie vor 20 Jahren vor uns herdümpeln, dann kann ich dem einfach nur knallharte Fakten und Zahlen entgegenhalten. Dann weiß ich, dass vor wenigen Jahren noch 200 Millionen € für Kinderbetreuung vom Land Hessen ausgegeben wurden und wir mittlerweile bei einer Rekordsumme von über 1 Milliarde € sind. Und mit dieser 1 Milliarde € finanzieren wir ganz konkret bessere Rahmenbedingungen in der Kita. Wir stellen die Leitungen frei für 20%, damit Leitungen Zeit haben für wichtige Personalführung, für Qualitätsmanagement, für Elternberatung. Wir finanzieren die Ausfallzeiten besser, und wir haben damit den Fachkraft-Kind-Schlüssel erhöht, was dazu führt, dass mehr Erzieherinnen in die Kitas kommen, dass mehr Zeit für Kinder ist und mehr Zeit für individuelle Betreuung und Förderung. Und was wir auch machen, und da sind wir bei der Fachkraftoffensive, wir haben Anleiterinnenstunden freigestellt mit 2 Stunden die Woche pro Auszubildenden, damit die Auszubildenden eben gut betreut sind, dass sie begleitet werden bei ihrer Ausbildung und auf dem Weg zu einer Erzieherinnen. Und wir haben de facto die Ausbildungsplätze deutlich erhöht, und zwar nicht nur im Bereich der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, sondern auch an den staatlichen Fachschulen. Frau Ravensburg hat es deutlich erwähnt. Wir sind dem Bund sehr dankbar, dass auch diese Schülerinnen und Schüler Meister-BAföG-berechtigt sind und eine finanzierte Ausbildung damit auch gesichert haben. Und ich möchte doch noch einmal darauf hinweisen, dass wir sehr genau wussten, auch schon vor Corona, dass wir einen Fachkräftemangel haben und dem begegnen müssen. Und wir waren sehr erstaunt, als ungefähr 6 Wochen vor dem ersten Lockdown Frau Bundesfamilienministerin Giffey aus der Finanzierung der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung ausgestiegen ist. Und ich bin dem Finanzminister wie auch dem Sozialminister sehr dankbar, dass wir diese Plätze erhalten haben und dass wir sie verdreifacht haben in diesem Jahr. Der Sozialminister ist zu dieser Stunde gerade auf der Bundesfamilienministerinnenkonferenz, weil genau da gerade darüber gesprochen wird, ob denn das berühmte Gute-Kita-Gesetz überhaupt weitergeführt werden kann. Ich drücke ihm die Daumen, dass das gelingt, denn diese Qualität, die der Bund
haben wollte, die wir im Gesetz festgeschrieben haben und die wir langfristig auch finanzieren werden, weil wir sie gesetzlich verankert haben, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Wir wollen diese Qualität erhalten, und ich hoffe, dass Herr Klose sehr erfolgreich in Berlin ist, um diese Qualität langfristig auch abzusichern. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Also, die Zeit geht weiter, und man muss vielleicht einmal die Redemanuskripte auch der Zeit anpassen. Das gilt hier für einige Fraktionen, muss ich sagen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie stellen jetzt die Familienministerin. Also, ich gehe mal davon aus, dass selbstverständlich der Herr Klose mit einer positiven Nachricht aus Berlin zurückkommt. Sonst hätten Sie ja Ihren Job hier in Hessen als Grüne nicht gemacht, auf das wichtige Thema hinzuweisen. Das müssen Sie jetzt mal kapieren, dass Sie jetzt in Berlin regieren bei dem Thema auch noch direkt Verantwortung tragen. Und jetzt kommt natürlich schon wieder, aber vielleicht ist doch die FDP schuld. Nein, Sie haben jetzt die Verantwortung in Berlin, und dann werden Sie dieser Verantwortung mal gerecht und stellen Sie sich hier hin und sagen, oh, was ist da in Berlin? Also bei der Frau Ravensburg, die Rede kann man ja mitsprechen. Ich weiß nicht, Frau Kollegin Gnadl, das ist ja sozusagen immer die gleiche Rede, die man schon seit, glaube ich, Jahren hier nachlesen kann. Alles ist gut in Hessen. Es läuft super in der Kinderbetreuung. Hessen vorn. Wir sind die, die es verstanden haben. Das hat leider überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und ich würde da wirklich nicht klatschen, liebe Kollegen von der CDU. Also, und bei den Kollegen von den Linken ist es auch so, also der Kampf um bessere Bezahlung bei den Erzieherinnen und Erziehern, da müssen wir die Erzieherinnen und Erzieher unterstützen. Die können das super selbst, wie man sieht, bei den Tarifabschlüssen. Das funktioniert übrigens, das System der Tarifabschlüsse, weil die nämlich hervorragende Tarifabschlüsse haben. Und wenn Sie sich die Entwicklung der Einkommen der Erzieherinnen und Erzieher anschauen, da hat sich in den letzten 10 Jahren Unfassbares getan. Und ich komme zum Beispiel aus einer Kommune, wie viele hier, die sagen nämlich zum Beispiel, die zahlen freiwillig eine Gehaltsstufe höher, weil sie sonst überhaupt keinen mehr kriegen bei dieser Knappheit der Erzieherinnen und Erzieher. Das System funktioniert. Ich bin mir sicher, es wird wieder einen hervorragenden Abschluss für die Erzieherinnen und Erzieher geben. Und sie haben das auch mit dieser harten Arbeit, die sie dort leisten, eine erfüllende, aber harte Arbeit, auch verdient. Und darum müssen Sie sich um die überhaupt keine Gedanken machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken. Nein, ich mache mir auch Gedanken, dass bei dem Streik auch mit Augenmaß gestreikt wird, weil es nämlich um Kinder geht, die da nicht betreut werden. Es geht um Familien, die darauf angewiesen sind. Und natürlich ist Streik ein hervorragendes Recht, aber man sollte bei dem sensiblen Bereich auch immer im Auge behalten, für wen man verantwortlich ist bei so einem Streik. Ich kenne jede Menge Einrichtungen, die tun das. Das finde ich gut. Und trotzdem kann man streiken. Ich glaube, da sollten Sie auch mal drauf gucken. Es geht nämlich um Kinder und Familie. Und am Ende muss man da immer auch mit Augenmaß so einen Streik betreiben. Das ist jedenfalls meine Auffassung, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt haben wir bei dem wunderbaren Thema Kindererziehung habe ich noch 3 Minuten. Ich will nur mal kurz ein bisschen größer drauf schauen, Frau Gnadl, wenn Sie das erlauben. Sie haben das jetzt hier ja auch wieder zum Thema gemacht. Bin ich Ihnen sehr dankbar. Die Landesregierung entdeckt die Kinder immer nur dann, wenn eine Wahl ansteht. Also ich erinnere mich, wie Volker Bouffier plötzlich sein Herz für die Kinderbetreuung entdeckt hat vor der letzten Landtagswahl, hat gesagt, okay, ich meine, Sie haben ja ganz knapp die Wahl gewonnen. Also es waren die Familien in Hessen, die Ihnen noch einmal diese Mehrheit geschenkt haben, wenn man das so sehen will. Da Sie die noch einmal mit einem wunderbaren Wahlgeschenk, nämlich die kostenfreie Kinderbetreuung, ermöglicht haben. Dann haben Sie auch die Hälfte des Wahlgeschenks noch von den Kommunen bezahlen lassen. Also es war ja wirklich wunderbar, wie Sie direkt vor der Wahl erkannt haben, wie wichtig Ihnen die Familie ist. Das Interessante ist, dass Sie es einen Tag der Wahl wieder vergessen hatten. Sie haben einen Tag, diese Regierung hat einen Tag nach der Wahl wieder vergessen, wie wichtig die Kinder in unserem Land sind. Sie haben keine einzige Regierungserklärung gemacht.
Sie wurden, wenn Sie etwas verändert haben, und das Gute-Kita-Gesetz war der einzige Anlass, Sie wurden gezwungen, durch das Gute-Kita-Gesetz eine Verbesserung durchzuführen hier in Hessen. Und man erinnert sich, dass Sie, glaube ich, als Letzte oder Fortletzte überhaupt einen Vertrag abgeschlossen haben mit Berlin. Sie haben sich eigentlich mit Händen und Füßen gegen das Geld gewehrt. Und dann haben Sie ja Ihren Koalitionsvertrag noch verletzt, weil Sie gesagt haben, Sie ersetzen oder verdoppeln das Geld aus Berlin. Sie sind doch in dem Bereich völlig nackt. Sie haben doch überhaupt nichts zu bieten in dem Bereich. Nichts. Und jetzt habe ich nur noch 40 Sekunden. Ich könnte das runterdeklinieren. Sie haben es jetzt ermöglicht, dass Sozialassistenten als Fachkraft zur Mitarbeit in die Gruppe gehen dürfen. Das ist doch Ihre Botschaft an die Erzieherinnen und Erzieher gewesen. Alles andere kam doch aus Berlin, und Sie wurden dazu gezwungen. Ihre Maßnahme war doch Qualitätsverschlechterung. Das ist doch Ihre Maßnahme. Und warum sind denn die Ausbildungsvergütungen für die Erzieherinnen und Erzieher noch nicht eingeführt? Noch nie hat das Land so viel Geld gehabt. Nach jedem Haushaltsabschluss liegt da noch 500 Millionen, eine Milliarde im Haushalt rum. Die müssen Sie dann tilgen. Super, auch ein guter Ansatz. Aber Sie haben so viel Geld im Haushalt und keinen Cent für die Kinder in unserem Land. Das ist wirklich sehr schade. Und wenn Sie hier mit Ihren zusätzlichen Ausgaben kommen, Sie wissen doch auch, dass in den letzten 10 Jahren die Versorgung massiv ausgeweitet ist. Ja, massiv ausgeweitet. Der Bund gibt jede Menge Geld dazu. Dass Sie natürlich dann komplementär ergänzen müssen, damit Sie es kriegen. Aber Sie haben doch nicht freiwillig, nicht eine Initiative, keine Regierungserklärung, nichts kam hier aus diesem Ministerium, um hier mal zu sagen, wir machen was besser für die Kinder. Und ich will das auch noch mal sagen an dieser Stelle. Wir brauchen in den nächsten Jahren 20.000, 25.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher. Wo sollen die herkommen, wenn Sie nicht endlich die Ausbildung vergüten? Was müssen Sie denn noch alles an Statistiken und Informationen bekommen, um dann nachher sagen zu können, huch, völlig überraschend, wir haben keine Erzieherinnen und Erzieher. Wie konnte das passieren? Ist nicht vielleicht der Bund oder der Maas schuld? Nein, Sie sind schuld, weil Sie heute nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Rennerock. Für die Landesregierung spricht jetzt die Frau Staatssekretärin Jans. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte liebe Abgeordnete, ich war eben ein bisschen erstaunt, weil ich habe etliche Debatten hier zum Thema Kinderbetreuung sehr engagiert in den letzten Jahren, in denen ich dabei bin, mitgekriegt. Das tägliches Brot im Sozialministerium mit Trägern, mit Kommunen, aber vor allen Dingen auch mit Eltern zu reden. Und das, was erklärtes Ziel der Landesregierung ist, nämlich die frühe zielgerichtete Bildung von Kindern mit höchster Priorität weiter voranzutreiben. Und das tun wir gemeinsam mit Ihnen. Das ist auch nötig und wichtig, weil Kinderbetreuung eines der wichtigsten Aufgaben hier in diesem Land ist, insgesamt auch bundesweit. Frau Staatssekretärin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Der Ausbau der Kinderbetreuung treibt das Land quantitativ und qualitativ mit erheblichen Finanzmitteln, mit guter Beratung in Zusammenarbeit mit Kommunen und Trägern seit etlichen Jahren voran. Wir tragen dazu bei, dass allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft und ihren sozialen Rahmenbedingungen gleiche Bildungschancen eingeräumt werden. Und wir unterstützen damit Kommunen und Träger mit inzwischen 1,3 Milliarden Euro jährlich, so viel wie nie zuvor. Ziel ist es und bleibt es, in Hessen eine qualitativ gute, passgenaue, flexible Betreuungslandschaft für Kinder jeden Alters zur Verfügung zu stellen. Und hier sind wir mit unserer Arbeit auf einem wirklich guten Weg. Wir nutzen die Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz in Hessen vollständig, um Qualitätsstandards weiter voranzutreiben. Die Zahlen sind eben von den Kolleginnen vorher auch genannt worden, unter anderem auch durch die Verbesserung der Praxisanleitung. Auch dieses ist hier überall miteinander besprochen worden. Dass wir die höheren personellen Mindeststandards mit einer Übergangsfrist zum 1. August dieses Jahres versehen haben, hat den Kommunen den Auftrag gegeben, hier auch wirklich die Konzepte zu schärfen und voranzukommen. Wir haben im Moment eine Situation, dass wir geflüchteten Kindern aus der Ukraine Sicherheit und Aufnahme in unseren Kitas möglich machen sollen. Deswegen haben wir in Absprache mit den Kommunalen Spitzenverbänden angesichts der aktuellen Situation diese Übergangsfrist um ein Jahr verlängert. Wir gehen aber davon aus, dass die Kommunen das überall da, wo es jetzt schon geht, auch machen werden und diesen Kindern Aufnahme bieten.
Mit diesen Maßnahmen, meine Damen und Herren, haben wir dazu beigetragen, die Arbeitsbedingungen in den Kitas zu verbessern und die Attraktivität des Berufes Erzieher und Erzieherin weiter zu erhöhen. Das wird auch daran deutlich, dass im vergangenen Jahr fast 2.500 junge Menschen, auch teilweise Quereinsteigerinnen und Einsteiger, zusätzlich für die pädagogische Arbeit in hessischen Kitas gewonnen werden konnten. Es ist richtig und gut, dass das so ist. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus. Das Thema Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher ist angesprochen worden. In deren Rahmen haben wir den Ausbau der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher gefördert. Herr Rock, das ist genau das, was Sie eingefordert haben. Hier haben wir den dritten Durchgang ab 2022 noch einmal erhöht. Wir haben jetzt den Höchststand der Ausbildungszahlen mit knapp 9.000 Studierenden in diesem Schuljahr erreicht. Ein wirklich gutes Signal, um Qualität verbessern zu können. Und, meine Damen und Herren, wir als Landesregierung sind ja nicht alleine tätig. Die Kommunen, in deren Zuständigkeit die Kinderbetreuung liegt, nehmen gemeinsam mit den freien Trägern ihre Aufgabe sehr ernst. Sie unternehmen enorme Anstrengungen, um den Ausbau der Kinderbetreuung weiter voranzutreiben. Wir unterstützen sie dabei tatkräftig auch weiterhin mit der Gewinnung von Fachkräften. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Kinderbetreuung und Bildung ist in Hessen auf einem wirklich guten Weg, trotz und gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Und deshalb von dieser Stelle einen noch einmal Dank und große Anerkennung für alle, die sich hier engagieren und die in den vergangenen Jahren immer wieder über sich hinausgewachsen sind. Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Staatssekretärin, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Wir sind am Ende der Beratung der ersten Aktuellen Stunde. Auf der Besuchertribüne begrüße ich unseren langjährigen Kollegen Volker Hoff. Herzlich willkommen, lieber Volker. Schön, dass du da bist.